Hi Leute, willkommen zurück. Wir machen heute mal ein kleines extra Unboxing. Heute war in Hamburg gerade Videospielbörse. War ich unter anderem auch ein bisschen was eingekauft. Viel Geld da gelassen mal wieder. Ja, also wir machen heute ein Live-Unboxing vom Rucksack. Da ist alles drin, was ich mir heute geholt habe. Da kommen wir gleich zu. Und das Schöne ist, wenn man dann nach Hause kommt, man macht den Briefkasten auf und da steht, oh, Ihre Sendung ist da. Ja, vor ein paar Tagen bestellt. Einen dicken, großen Karton. Da werden wir auch gleich mal gucken, was drin ist. Ich weiß, was drin ist. Ich zeige es euch einfach mal. Gefällt mir. Habe ich bestellt und schon länger darauf gewartet. Jetzt habe ich das Ding endlich. Ja, stellen wir die Kamera ein bisschen schräg und legen wir los. Ja, wie versprochen, mein kleiner Rucksack. Ich habe mir noch extra eine Tüte mitgenommen, weil letztes Mal habe ich sie gebraucht. Diesmal nicht. Ja, war ein bisschen überschaubarer diesmal. Macht ja nichts. Also, machen wir auf. So sieht es da drin aus. Ich packe mal kurz aus, was wir drin haben. Teilweise auch noch mit Preisen drauf. Sega Rally für den Game Boy Advance. Selbstverständlich komplett. Also die Spiele, die ich euch zeige, wenn ich anders erwähnt, sind alle komplett. Baldur Dash, braucht nur für einen Fünfer. Machen wir das Ganze ein bisschen gruppiert. Das habe ich auch noch bei dem gleichen geholt. Stück ein Fünfer für alle drei zusammen, habe ich mit 10 bezahlt. Kauf 2, krieg 1 umsonst. Das lasse ich mir doch gefallen. Dann haben wir für den Dreamcast ein Poppin' Music. Natürlich mit dabei gab es direkt dazu das passende Bedienelement. Ja, schönes Teil. Ich habe halt was übrig für originelle Controller. Habe ich auch mitgenommen. Eine Boot-CD habe ich, macht nichts. Mein Dreamcast ist sowieso Multinorm, passt. Ja, schauen wir mal. Das Ding hat mich für 30 Euro haben. Auf ganze 27 konnte ich ihn runterhandeln. Auch mitgenommen. Was haben wir noch? Jetzt muss ich erstmal sortieren, was ich wo geholt habe. Das und das. Nein, das war bei dem. Ach, ich packe einfach mal aus. So, Cruisin' USA für N64, Street Fighter 2, die US-Version. Pilot Wings auch für Super Nintendo. Das muss, nein, die beiden gehören zusammen, die habe ich bei einem geholt. Das habe ich woanders geholt. Bugs Bunny Rabbit Rampage, die NTSC-Version. Ja, macht auch nichts, Import-Adapter ist vorhanden. In einem Top-Zustand. Dann habe ich noch geholt Jungle Strike. Auch noch in einem echt Taco-Zustand, da ist nichts dran. Das habe ich bei mir euch das geholt. Wo ist das Preisschild? Ach, ist das kompliziert. Da ist es. Das war, gehört mit dazu. Und dann noch Top Gun. Der Nerd schafft es nicht. Vielleicht schaffe ich es ja, das scheiß Flugzeug zu landen. Wir werden sehen. Ja, also die vier hier. Die kommen zur Seite. So, da haben wir 15 für bezahlt. Nein, da wollte er 15 für haben. Da auch 15. Das für 20, das für 10. Summa summarum ergibt das 60 Euro. Bezahlt habe ich 50. Das ist halt das Gute auf der Börse, man kann immer gut handeln. Die beiden hier jeweils 15 Euro, sowohl als auch, habe ich 25 für bezahlt. War ich auch mit zufrieden. Pilot Wings ist nun nicht der Überknaller-Titel, fehlte mir aber noch in der Sammlung. Und Bugs Bunny kann man mitnehmen, ist ein gutes Spiel. Ja, wie gesagt, es war ein bisschen kleiner diesmal, das war schon von der Börse. Letztes Mal habe ich, glaube ich, das Doppelte mitgenommen. Aber ich bin durchaus zufrieden mit den Titeln. So. Kommen wir nun zu dieser Box hier. Nur hat er das so toll eingepackt, jetzt muss ich erstmal auch gucken, wo ich überhaupt einschneiden muss, ohne dass ich den Inhalt gleich kaputt mache. Das ist quasi ein Live-Unboxing, also ihr könnt auch live dabei sein, wenn ich meine neue Konsole... Ah, verraten, verdammt. Wenn ich den Inhalt nun schon kaputt schneide, dürft ihr live dabei sein. Ich kenne ja den, seine Einfachkünste, ich bestelle öfter was bei ihm. Schauen wir mal, mein Cuttermesser fällt gerade auseinander, das ist toll. So. Ah, ich glaube, das ist zum Aufklappen, wenn ich mich irre. Alter. So. Und da drin haben wir den Jaguar. Ja, Kumpel von mir. Ich kann ja ruhig ein bisschen Werbung machen. Magic Games in Hannover. Ja, hatte noch einen über, auf den ich schon jahrelang scharf war. Jetzt konnte ich ihn endlich so weit belatschen, dass er ihn mir verkauft. Der kann weg. Ja, das, also ich freue mich darüber auf jeden Fall. Das ist ein schönes Teil, ist ein NTSC-Gerät. Aber das macht nichts, weil ich habe schon mal in Erfahrung gebracht, vorsorglich, dass man halt einfach nur ein
Dreamcast, nein, ein Mega Drive 1 Netzteil braucht, um das Ganze zu betreiben. Das passt. So, er hat ein paar Poster reingestopft, damit das nicht hin und her schlackert, weil der einzige Nachteil an dem Teil ist halt, dass kein Innenkarton mehr dabei ist. Ja, haben wir ein bisschen Altpapier. So, kommen wir erstmal zu den Spielen, die liegen gerade vorne. Da haben wir Iron Soldier. Wow, Thomas, ich bin begeistert. Die sehen auch noch echt geil aus, ey. Verdammt. Naja, Sammler halt. Alien vs. Predator. Sind auch komplett, weiß ich. Ich bestelle, wie gesagt, öfter bei dem. Ich kenne den Menschen auch schon seit zig Jahren. Der verkauft mir keinen Schund. Dann haben wir noch Tempest 2000. Auch das sieht noch taco aus. Also fürs Alter gut, hat hinten eine kleine Delle. Mein Gott, die Dinger sind 20 Jahre alt. Und Wolfenstein 3D. Das Gute ist, ich habe jetzt das Alien vs. Predator und das Wolfenstein. Jetzt fehlt mir nur noch Doom und schon habe ich alle Spiele, die ich für den Jaguar haben wollte. So schnell kann man eine persönliche Sammlung vollkriegen. Dann geht's weiter. Dann haben wir noch mehr Poster von WWE 13. Altpapier. Altschwede. Ja gut, einen Innenkarton muss ich mir noch bauen. Das ist kein Thema. Bisschen Papierkram gehört natürlich dazu. Ein bisschen mehr Papierkram. Oh, Werbung für den Lynx. Ne? Warum auch nicht? Dann haben wir in der New Yorker-Tüte, ich fühl's schon, es ist die Konsole itself. Ein bisschen staubig, da muss ich nochmal mit ihm meckern. Na egal. Wird mutmaßlich eh nochmal vorher aufgeschraubt und komplett gereinigt. Alter Schwede. Naja, gut. Ist halt gebraucht. Stand jahrelang bei ihm auf dem Dachboden. Nun ist sie meins. Dann geht es weiter. Wie gesagt, NTSC-Gerät. Ich habe hier den amerikanischen Stecker. Kein Problem. Ich habe auf der Börse gleich bei allen möglichen Leuten angefragt. Ein oder zwei haben meine E-Mail-Adresse, die wollten sich dann nochmal melden, weil sie natürlich gerade heute keins mit hatten, aber versichert haben, zu Hause haben wir noch eins rumfliegen. Passt schon. Dann haben wir noch eine kleine Tüte. Da haben wir noch drin ein... Boah, sieht aus wie ein selbstgebautes. Möglich ist es, ist mir egal, hauptsache es funktioniert. Ein RGB-Kabel. Ist auf jeden Fall mal ein stylisches Kabel, hey. Sehr geil. Natürlich dabei den Controller, den mit drei Buttons. Wie gesagt, da ich eh nicht viele Spiele dafür haben möchte, wird er reichen. Und haben wir noch was drin? Ja, ganz unten ist noch was. Das Antennenkabel. Da ich nun ja ein RGB-Kabel dabei habe, brauche ich das nicht. Gehört da dazu. So ist das Ding komplett. Ja, freue mich drüber. Neue Konsole. Und die nächsten Tage werdet ihr dann auch mal ein neues Update sehen. Mal gucken, wann ich es fertig kriege. Es kann auch noch ein paar Tage dauern. Okay, danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.